Hallo, herzlich willkommen. Ich bin SamTexWookie und ich begrüße euch zu einer Folge, ein Rennen hier in Need for Speed. Und zwar machen wir ein Zeitfahren statt Raserei. Das Ganze heißt unterbiete Magnus Rekord auf schwer. Und eigentlich mit dem Lamborghini, was ist das? LP 700 irgendwas. Man kann ja eigentlich alles gut einstellen, aber entweder rutscht er wie die Sau oder er fährt einfach keine Kurven und das Ganze ist auch schwer. Da ist die Zeit meistens etwas knapp. Aber eigentlich sollte das heißen, Autoscooter fahren. Eine Antwort zur Reihe. Der Rookie kann nicht Auto fahren. wenn man das sieht, dann ist es fast noch schlimmer wie beim Spiel. Beim Spielen fällt dir das eigentlich gar nicht so auf, weil du einfach das Rennen schaffen wirst. Ja, wir fahren mit dem Spike, aber der Spike ist irgendwo weit hinter uns. Der hat gar keine Chance mit seinem Hobel hier. Hat der auch gar nichts zu suchen. Wir wollen endlich mal die Challenges fertig kriegen. Deswegen, ich glaube, das müsste das vorletzte Rennen sein von den Magnus-Rekorden. Und dann eben nach dem Rennen, glaube ich, muss man nur noch den Magnus mit seinem eigenen Auto schlagen, mit dem angeeckt auch noch und weiter geht's und das auch schwer. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe. 2 Minuten 47, 1 Minute 45 habe ich. Mal schauen. Der fährt keine Kurven, das ist so grausam. Ich muss den unbedingt noch ein bisschen einstellen. Aber ich glaube, das schaut gut aus. 2 Minuten 11. 13, 14, 15. Und da ist die Ziellinie. Also das schaffen wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wenn ihr Auto fahren wollt in Need for Speed, so sollte das Ganze nicht ausschauen. Aber ans Ziel gekommen, Zeit passt, dann ist alles in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Euer Wookie.